Yo, Peace Freunde, was geht? Und herzlich willkommen zu einem erneuten Video auf meinem Kanal. Und bevor das Video losgeht, wünsche ich euch natürlich alle ein frohes neues Jahr. Ich hoffe, eure Ziele werden natürlich für dieses Jahr erreicht, für 2022. Und was wir natürlich alle hoffen, dass vielleicht mal Corona jetzt endlich mal nachgibt und dass wir endlich mal wieder komplett normal leben können. Ich hoffe es natürlich, weil ich Ende Mai 18 werde und ich eigentlich echt Bock habe, meinen 18. Geburtstag zu feiern. Will ich euch einfach mal so meine Jahresgrundsätze erzählen, so was ich jetzt mal geplant habe für dieses Jahr 2022. Und ja, wir fahren jetzt einfach mal ein bisschen in die Stadt und mal schauen, vielleicht gibt es da ja auch noch irgendwas Witziges zu erleben oder zu sehen. Ja, ich wünsche euch viel Spaß mit dem Video. Lasst auf jeden Fall gerne ein Like und ein Abo da. Würde mich freuen. Abonniert die Glocke, genau. Genau. Aktiviert die Glocke natürlich, um nichts mehr zu verpassen. Und ja, fangen wir einfach mal mit dem großen Thema an. Und zwar, wie soll es 2022 mit meinem YouTube-Kanal weitergehen? Ich habe auf jeden Fall Bock, noch mehr Motorradvideos zu drehen. Jetzt vor allem, wenn es dann wieder warm wird. Da wird auf jeden Fall heftige Sachen auf euch... Sprachfehler. Sprachen lernen. Bubble. Auf euch zukommen. Was natürlich mein Ziel ist, es wäre vielleicht mal die 10k zu knacken. Ich weiß nicht, ob das überhaupt möglich ist, jemals. Aber es ist wichtig, sich im Leben Ziele zu setzen. Und das ist mein Ziel schon seit langem. Aber dieses Jahr habe ich echt ein gutes Gefühl. Und dadurch, dass mir einfach jetzt, dass ich was gefunden habe, was mir wirklich richtig viel Spaß macht, aufzunehmen und einfach Motorrad zu fahren, ist es, glaube ich, einfach die schlauste Idee, dann mit solchen Videos durchzustarten. Digga, das ist eine 125er? Digga, als ob die so knallt, what the fuck? Digga, das treffe ich ja mal gar nicht. Verschickt. Naja, hier ist 40, aber ja. Ich komme mal wieder zum Thema. Und zwar, was jetzt noch meine Grundsätze waren für YouTube. Wie gesagt, auf jeden Fall die 10k würde ich gerne knacken. Das wäre so mein Ziel. Was auf euch zukommt, wird sind einfach wieder Motovlogs. Ich werde auch hoffentlich mal ein paar Touren machen, also mal ein bisschen weiter wohin fahren. Und der ganze Stuff habe ich auf jeden Fall richtig, richtig Bock für euch abzudrehen. So, zum zweiten Punkt. Und der wäre einfach, dass ich meine Fachhochschulreife mit einem relativ guten Schnitt abschließe. Also ich mache jetzt so gesagt dieses Jahr, also dieses Schuljahr, nee, so gesagt doch dieses Schuljahr, also ich bin jetzt im BK2, dass ich dieses Schuljahr einfach meine Fachhochschulreife mit einem guten Schnitt auf jeden Fall abschließen kann. Digga, ich sehe meinen Spiegeln ja gar nichts, ich bin ja übelst dreckig, ich leck mich am Arsch. Digga, jetzt habe ich schon wieder vergessen, was ich sagen wollte. Your Mac Friend, Brent Rambo. Ist es auf jeden Fall, dass ich meinen Führerschein natürlich haben will, also meinen Autoführerschein. Ich bin jetzt 17, ich werde Ende Mai 18 und ich sollte jetzt dann mal anfangen mit dem Autoführerschein und hoffe, dass es dann auch alles vor den Prüfungen noch klappt, dass ich dann nicht Prüfung in der Schule und Prüfung für einen Führerschein habe. Das ist ja ein bisschen stressig, glaube ich. Aber das werde ich schon irgendwie alles hinkriegen. Das ist auf jeden Fall noch so ein Ziel, was ich auf jeden Fall erreichen will. Was ich mir natürlich für dieses Jahr auch noch wünsche, ist einfach, dass ich gesund bleibe, dass ich unfallfrei dieses Jahr hier überstehe. Das ist auch, glaube ich, ja, was ganz Erwähnenswertes, weil ich glaube, da hat keiner Bock. Auch an alle Motorradfahrer, die das Video sehen. Ich hoffe, ihr werdet auch dieses Jahr natürlich keinen Unfall haben, wegen dem fahrt immer vorsichtig, haltet euch an die Geschwindigkeitsbegrenzung, weil meistens hat es einen Sinn, warum es eine Geschwindigkeitsbegrenzung hat, und da ist es einfach scheiße und da bringt ihr euch einfach nur selber in Gefahr. Klar, oft ist man nicht selber schuld, wegen dem rechnet auch immer mit den Fehlern von den anderen, aber ich glaube, ich brauche es euch ja nicht hier gerade erzählen, ich hier mit meinem A1, wo jetzt gerade mal ein gutes Jahr Fahrerfahrung hat. Dann war es jetzt aber auch eigentlich schon wieder mit dem Video. Schreibt wie gesagt weiter gerne Videoideen in die Kommentare. Darauf werde ich auf jeden Fall eingehen. Und dann wünsche ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag noch. Und ich hoffe, ihr habt Silvester auch genossen. Haut rein und ciao, ciao.